Herr Böll, Sie begannen vor kaum 12 Jahren schriftstellerisch in der Phase der sogenannten Trümmerliteratur, kurz nach dem Kriege. Sie können heute eine Bestseller-Existenz führen. Ihr letztes Buch führt seit Monaten die Liste der bestverkauften Bücher überhaupt. Ist nun Anerkennung, ist ein solcher eklatanter Erfolg hinderlich oder ist er förderlich? Haben Sie selbst Skepsis gegen den Erfolg und gegen den Ruhm und die Publicity, die er auslöst? Ja, die Frage kann ich nur unter sehr verschiedenen Aspekten beantworten. Natürlich ist ein Erfolg, wenn er bestimmte Ausmaße annimmt, zunächst überraschend und auch etwas erschreckend, muss ich sagen. Ja. Da ich aber andererseits das Schreiben, alles, was ich schreibe, nur unter dem Zeichen, sagen wir, der Zeitgenossenschaft verstehe, bin ich nicht sehr erstaunt darüber, dass die Zeitgenossen möglicherweise auch meine Bücher lesen. Verstehen Sie, nicht? Eben. Und was also Hindern und Fördern betrifft, so würde ich sagen, dass beides auf den Erfolg und auf den Misserfolg zutrifft. Ja? Dass also ein Misserfolg natürlich einerseits einen Schriftsteller fördert, wenn er ihn ganz in Ruhe lässt. Ja. Und ihn auch hindert, weil er bestimmte materielle Unfreiheit ihm lässt, während beim Erfolg beides. Ja, Sie sind also nicht der Meinung, dass eine Gefahr der Sattheit, des Sattwerdens besteht? Das kann ich mir nicht denken, nein. Ist bei Ihnen nicht aufgehört. Ich glaube aber, Ihr Erfolg beruht zum Teil auf der Tatsache, dass Sie ein Schriftsteller der Lebenshilfe sind, wenn Sie den Ausdruck erlauben. Ein Schriftsteller der Lebenshilfe, nicht unähnlich beispielsweise Hermann Hesse und sehr unähnlich eigentlich der kälteren Wirkung von, sagen wir, Gottfried Benn oder von Heinrich Mann. Ja. Treten nun Leser an Sie heran? Wollen Sie Direkthilfe und wie verhalten Sie sich in solcher direkter Ansprache der Leser? Zunächst ist mir der Begriff der Lebenshilfe im Zusammenhang mit Literatur vollkommen fremd, weil ich also die therapeutische Seite, also das Therapeutische, das anklingt bei diesem Begriff, nicht verstehe. Wenn ich aber näher darüber nachdenke und mir vorstelle, dass die Sprache dem Menschen eigentlich als Hilfe gegeben ist und dass ein Schriftsteller immerhin mit der Sprache zu tun hat und dass er bestimmte Dinge mitteilt und, wie gesagt, als Zeitgenosse mitteilt, dann lasse ich den Begriff der Hilfe gelten. Ja? Aber den zweiten Teil Ihrer Frage, dass die Leute mir schreiben, das geschieht eigentlich nicht so oft, wie etwa der rein zahlenmäßige Erfolg glaubhaft machen würde. Und ich fühle mich dann immer sehr hilflos, denn das, was ich mitzuteilen habe, schreibe ich in den Büchern. Nicht? Und als Privatperson bin ich mindestens so hilflos wie jeder, der mir schreibt. Sie haben viele Lesungen veranstaltet, Sie sind oft wochenlang auf der Achse gewesen und haben den Leuten vorgelesen. Es gibt da ja eine gewisse Böll-Gemeinde, die offenbar auf die Lebenshilfe, und das war, deshalb spielte ich darauf an, sicher, angewiesen sind. Es gibt bestimmte Gefahren einer, sagen wir, zu großen Innigkeit zwischen Autor und seiner Gemeinde, finde ich schon schlecht, wenn das entsteht. Ja. Ja. Weil das irgendwie fast projiziert auf den Autor zurück, der in die Gefahr kommt, dem zu entsprechen, was die Leute sich, das Publikum sich unter ihm vorstellen. Und das wäre natürlich eine verhängnisvolle Wirkung des Erfolgs. Wenn sozusagen das Publikum den Autor schließlich fabriziert und so herstellt, wie es haben möchte. Wenn er grob gesagt ein Markenartikel würde, das hieße also so und so, das ist unser sowieso und der muss so und so schreiben. Ja. Das wäre sehr verhängnisvoll. Herr Böll, Sie sind nicht nur in Westdeutschland und in Europa und in Amerika durch Ihre Bücher bekannt geworden. Sie sind in den meisten Staaten des Ostblocks übersetzt, in fast allen, glaube ich. Einer der ganz wenigen Autoren deutscher Zunge, eigentlich ist sonst nur noch Kirs zu nennen oder Remarque, die so viel gelesen werden in den Ostblockstaaten. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg jenseits des Brandenburger Tores, also bis weit nach Russland hinein? Freut er Sie oder haftet ihm ein gewisser Grad von, ich möchte mal sagen, politischer Peinlichkeit an? Nein, das Letztere überhaupt nicht. Das empfinde ich gar nicht. Wie gesagt, ich muss wieder auf den Begriff der Zeitgenossenschaft kommen, den ich auch nicht national beschränken kann. Und
Verstehen Sie? Und insofern, warum sollen die auch Leute... Auch nicht in Machtblöcke beschränkt sehen. Nein, überhaupt nicht. Das schon gar nicht. Das wäre noch schlechter als die eben angedeutete Projektion. Erklären kann ich es mir nicht genau, Herr Luft. Das ist sehr schwer. Natürlich spielt wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass also die Literatur, die Westliteratur, die jenseits des Eisernen Vorhangs erscheint, natürlich eine Zensur passieren muss. Da spielt bei der Auswahl, spielen politische Dinge eine Rolle, die ich zum Teil aus der Kritik kenne, wie sie in der Sowjetunion oder in der Tschechoslowakei. Kommen Ihnen Kritiken zu Augen? Ja, die bekomme ich zum Teil durch den Verlag oder auch von jemandem, den ich kenne, geschickt und lasse mir dann übersetzen. Und da tauchen also immer ganz bestimmte Begriffe auf. Nicht der Begriff nicht faschistisch, nicht militaristisch und so weiter, human. Und ich empfinde das nicht als diffamierend, diese Bezeichnung. Ja? Wie verhält es sich nun, entschuldigen Sie die kleine ökonomische Frage zwischendurch, mit den Einnahmen, die Sie in den Ostblockstaaten doch offenbar haben? Findet da eine Verrechnung statt oder eine Überweisung? Haben Sie etwas von dem Geld? Können Sie von diesen Honoraren, die Sie drüben haben, Nutzen ließen, von den doch offenbar sehr großen Auflagen, die in den Ostblockstaaten aufgelegt werden? Ja, die Auflage ist nur in der Sowjetunion sehr hoch und da bekomme ich gar kein Geld. Die Sowjetunion ist ja nicht dieser sogenannten Berner Konvention angeschlossen und fühlt sich nicht verpflichtet zu zahlen. Während alle anderen Staaten, Tschechoslowakei, Polen und so weiter, ganz normal auf die westliche Weise abrechnen. Es dort aber auf Eis legen. Zum Teil bekommt man es überwiesen, zum Teil kann man es dann jeweils im Lande verzehren. Haben Sie das schon getan? Ja, sind Sie schon auf Ihren Honoraren sozusagen nachgereist? Sicher, ich habe in Jugoslawien in diesem Sommer 2 Monate auf Tantiemenbasis verbracht. Haben Sie dort auch mit Schriftstellern gesprochen, mit Autoren? Ja, mit einigen, eigentlich nur mit einem Übersetzer und einem Autor, ja. Sind Sie da in Gespräche über stilistische Dinge gekommen, über politische Dinge oder wie spricht man? Über politische schon und auch über stilistische Dinge. Ich glaube, dass ein sehr großes Interesse für das, was man im diffamierenden Sinne drüben Formalismus nennt und dem wir in dem Punkt sündigen wir natürlich hier alle, da besteht ein sehr großes Interesse zu erfahren und zu wissen und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind also wirklich bücherhungrig. Wirklich, sie lesen und mit Leidenschaft alles. Sodass es also von diesem Gesichtspunkt aus schon vertretbar ist, so viel Literatur wie nur möglich in die Ostblockstaaten zu senden. Das glaube ich in jedem Falle auch Bücher hinschicken, nicht nur Übersetzungen. Ich meine, da bin ich sowieso wehrlos, das geht gar nicht, werde ich gar nicht gefragt. Aber auch Bücher hinschicken und solche, selbstverständlich. Herr Böll, Sie haben lange Zeit in Irland verbracht, Sie haben ein Buch, das irische Tagebuch sozusagen dem Lande gewidmet. Sie reisen fast jährlich dorthin. Sie haben sogar ein kleines Cottage dort gemietet oder gekauft in Irland. Sie haben also für diese Insel eine offenbare Vorliebe. Und Sie haben sogar einen Fernsehfilm mitverfasst oder dichterisch betextet, der in dieser Woche auch noch laufen wird. Was treibt Sie eigentlich immer nach Irland? Ja, das hat sehr verschiedene Gründe. Zunächst ist es eine alte Liebe. Ja, schon als Junge habe ich sehr viel irische Literatur gelesen und soweit ich sie bekommen konnte und immer vorgehabt, mal hinzufahren. Und dann hat die Weltgeschichte mich gehindert. Es gab also Krieg. Sie waren sehr lange Soldat. Ja, fast 7 Jahre lang. Und bin dann, sobald sich Gelegenheit bot, hingefahren. Und dann gab es einige private Möglichkeiten. Meine Frau hat in England studiert, die hatte wieder irische Freunde und so weiter. Jedenfalls, sobald ich konnte, bin ich dann hingefahren und es hat mir so gut gefallen, dass ich jedes Jahr wieder hinfahre. Als eine Art zweite Heimat sozusagen. Ja, das wäre übertrieben, aber ich fühle mich sehr wohl da. Ja. Sie übersetzen ja auch irische Autoren, besonders Brendan Behan haben Sie übersetzt und Sie haben jetzt des Amerikaners Salingers Krieg gegen die Eskimos übersetzt. Ist Übersetzen für Sie nun eine Art Notlösung, ein Nebengeschäft, wenn die eigene Produktion stockt, oder halten Sie Übersetzen für eine eigenständige Beschäftigung und Kunstart? Ja, das muss ich auch wieder einschränken. Auch dabei, also beim Übersetzen, hat meine Frau den größeren Anteil, weil sie wirklich Anglistin ist und ich überarbeite es mit ihr zusammen.
Es hat gar nichts mit Geldverdienen etwa zu tun, verstehen Sie, weil Sie Geschäftssachen, ja. Denn das ist wohl eines der bittersten Brote, die man essen kann. Ich mache es einfach sehr gern, weil es einen zwingt, das Vokabularium zu erweitern und weil ich sehr schön finde, sich in die Gedankenwelt und in die Syntax und die Einzelheiten eines fremden Autors hineinzuversetzen und in die deutsche Sprache zu übernehmen. Und insofern sehe ich schon eine bestimmte, sagen wir pathetisch, schöpferische Eigenleistung darin, besonders schwierige Autoren zu übersetzen. Sodass es doch in Wirklichkeit etwas mehr ist als nur eine schriftstellerische Fingerübung. Ja, es macht mir sehr viel Freude. Ich mache es sehr gern und durchaus nicht nebenbei und auch nicht nur in Flauten. Ich betrachte es als eine echte schöpferische Schreibarbeit. Als mit ein Hauptgeschäft. Ja. Herr Böll, nach dem 13. August, um jetzt wieder mal etwas auf die Politik zu kommen, wurde von einigen Stimmen in Deutschland das Echo, die direkte, schnelle Stellungnahme der bundesdeutschen Autoren vermisst. Auf die Mauer durch Berlin. Sie haben sich damals an der Debatte beteiligt. Halten Sie es nun für nötig, halten Sie es überhaupt für richtig, dass sich Dichter, dass sich Künstler zu Fragen der Politik äußern? Ist es zu verlangen? Ich glaube nicht, dass man das grundsätzlich bejahen und grundsätzlich verneinen kann. Ja? Von Fall zu Fall kann es sehr wichtig sein, dass ein Autor Stellung nimmt. Oder auch nicht. Ich glaube, dass man ihn in jedem Fall nicht übel nehmen sollte, wenn er nicht Stellung nimmt. Ja. Ich meine, jeder Künstler und Autoren ganz besonders neigen dazu, sehr individuell zu reagieren. Und das wird dann so eine kollektiv demonstrative Sache, die eigentlich nicht in der Natur der Autorschaft liegt. Verstehen Sie? Ja. Würden Sie sich als einen engagierten Autor bezeichnen? Ja, ich glaube schon, ja. Weil ich wüsste nicht zu sagen, wofür oder wogegen, aber dass ich es bin, halte ich doch für sicher. Schon also Ihr Begriff der Zeitgenossenschaft spricht eigentlich dafür. Eine Frage zu Ihrer Arbeitstechnik. Wie arbeiten Sie? Wie entstehen Ihre Romane? Haben Sie ein Arbeitsschema? Haben Sie eine gültige Methode gefunden? Oder müssen Sie jedes Mal sozusagen mit der neuen Fabel, mit dem neuen Einfall neu anfangen? Ja. Das gibt also gar keine Möglichkeit, ein, sagen wir, festes Schema zu finden. Ich glaube, es gibt eine, aber das wird dann eben Strickarbeit. Das kann man machen. Ja. Ich kann es nicht. Das hängt bei mir wirklich vom Stoff, von der Anzahl der beteiligten Personen ab. Und ich muss einfach für jeden Roman eine andere Kompositionsform finden, die sich aus dem Stoff ergibt. Das ist nun sehr kompliziert. Ich kann sie nicht genau erklären. Rein technisch, Sie haben eine große Familie, Sie haben drei flotte Jungs. Ja. Arbeiten Sie nun, wie kommen Sie da aus, wenn Sie arbeiten? Ich fliehe. Sie sind kein Heimarbeiter in dem Sinne. Nein, ich bin es lange gewesen, aber dann war ich es leid, immer um Ruhe zu brüllen und so weiter. Ich habe mir ein Zimmer gemietet und da sitze ich ganz friedlich und arbeite. Mit Telefon oder ohne Telefon? Nein, gar keine Verbindung zur Außenwelt. Sie sind an der Schreibmaschine also nicht erreichbar für die Außenwelt? Nein. Sie erfahren Kritik, Herr Böll. Unlängst haben Sie Kritik recht deutlich bei Ihrem ersten Schauspiel Ein Schluck Erde, als es in Düsseldorf uraufgeführt wurde, erfahren. Ja. Nun lernt man aus Kritik, würden Sie das sagen? Hilft Kritik? Ist sie Ihnen als Echo überhaupt notwendig? Können Sie sie ernst nehmen, die Kritik, wie sie in Deutschland betrieben wird, und nehmen Sie sie ernst? Das ist sehr verschieden, Herr Luftnicht. Es gibt natürlich bestimmte Formen der Kritik, die einfach abfallen. Verstehen Sie, die an einem runtergehen? Aber ich glaube, das ist so, dass Kritik, wenn sie wirklich solche ist, und das gibt es, das Gefühl des Autors bestätigt. Man hat ja als Autor eine bestimmte Vorstellung von den Schwächen und Stärken. Wahrscheinlich eine ganz genaue sogar. Und wenn eine Kritik das ungefähr wiedergibt, muss ich schon sagen, das imponiert mir sehr und das hilft mir auch. Ja? Das hat nun gar nichts damit zu tun, ob die positiv oder negativ ist. Da gibt es wieder den Unterschied, ob sie gehässig ist oder nicht, was ich also dumm finde, wenn sie gehässig ist, nicht. Aber ich würde schon sagen, es gibt die Möglichkeit, dass Kritik einem den eigenen Eindruck bestätigt. Ja. Sie gelten als ein katholischer Autor, Herr Böll, bei vielen als ein Autor, der
katholischen Linken, wenn Sie den Ausdruck, wenn Sie diese Klassifikation erlauben. Nein. Nein, nicht. Glauben Sie, Sie würden schreiben, auch wenn Sie nicht katholisch wären? Ganz sicher. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Ich bin es nun mal und irgendwie gehört es zu mir. Also, dass der Drang zum Schreiben prädominierend ist. Der hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Nein. Wir hören, Sie arbeiten zurzeit hier in Berlin auch an einem Film. Sie haben Hörspiele geschrieben, Sie schreiben für das Fernsehen. Sie halten es offenbar nicht für unter Ihrer dichterischen Würde, für sogenannte halbliterarische Medien zu arbeiten. Welche Gründe würden Sie für diese bereitwillige Haltung nennen können? Das ist sehr einfach gesagt. Sobald diese sogenannten Halbmedien mich nicht zwingen, eine Form anzuerkennen, die mir nicht passt, verstehen Sie? Nicht? Ja. Es gibt also, ich glaube einfach nicht, dass etwa das Fernsehen eigene Formen hat, sondern es irgendein ein Mittelding, sagen wir ganz grob, zwischen Film und Illustrierte, nicht um die weit zu stecken. Und wenn eine Sache, die ich mache, wie diesen Irland-Film, den ich sehr gern gemacht habe, wenn der von mir aus ohne Einschränkung durchgeht, halte ich es durchaus für gerechtfertigt, mitzumachen. Nicht? Sobald ich also nicht gezwungen werde zu formalen und inhaltlichen Zugeständnissen, und das Niveau sehe ich es nicht ein. Ja. Das ist die Grenze, die auch beim Buch oder bei der Zeitung etwa zutrifft. Im Grunde sind die Medien ja alle gleich, nicht? Sie neigen alle dazu, einen zu verschleißen und einzuschränken, und man darf die Einschränkung nicht annehmen. Das ist mein Kriterium. Ja. Herr Böll, kurz zurück zum Theater, wenn Sie gestatten. Ihr Erfolg bei der Uraufführung Ihres ersten Schauspiels Ein Schluck Erde war bei weitem nicht so groß wie die Erfolge, die Sie als Epiker, als Romanschriftsteller, als Novellist und als Hörspielautor hatten. Wird Sie das nun in Zukunft hindern, für das Theater weiterzuschreiben? Nein, keineswegs. In diesem Falle war es so, dass also der Stoff mich einfach zwang, damit auf die Bühne zu gehen. Ob mit Recht oder Unrecht, ist eine andere Frage. Und wenn ich einen Stoff finde oder habe, der mich beschäftigt, wo ich glaube, das muss ein Theaterstück werden, werde ich wieder eins schreiben. Haben Sie schon einen neuen Stoff für ein Theaterstück? Nein. Woran arbeiten Sie überhaupt jetzt? Ich arbeite jetzt an einer längeren Erzählung, die schon fast fertig ist. Da muss ich noch einen bestimmten Teil schreiben. Und dann stellen Sie diesen Film fertig, an den Sie jetzt ist nur, meine Mitarbeit daran ist sehr quantitativ, nicht sehr umfassend. Ja? Ja. Da muss ich noch den Dialog machen und solche Dinge. Zum Schluss, Herr Böll, eine Frage. Wenn Sie heute ein junger, beginnender Schriftsteller nach einem Rat fragte, wenn er also von Ihnen einmal wissen wollte, wie er das Ohr seiner Zeitgenossen oder gar das Herz seiner Zeitgenossen gewinnen könne, welchen Rat würden Sie einem solchen jungen Schriftsteller geben? Ja, ich könnte ihm keinen positiven Rat geben. Ich könnte ihm nicht sagen, du musst so und so schreiben. Das gibt es einfach nicht. Aber ich kann es sehr gut negativ ausdrücken. Wer sich abraten lässt vom Schreiben, ist kein Autor. So wie einer, der sich vom Malen abhalten ließe, kein Maler wäre.